Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video von mir. Ich dachte mir, wir testen heute mal etwas. Und zwar Amazon Fashion. Ich habe mir schon mal Kleidung bei Amazon bestellt, aber noch nicht wirklich über Amazon Fashion, wo man tatsächlich auch einfach anprobieren kann, noch nicht bezahlen muss. Und dann auch wirklich die Teile, die einem nicht gefallen, einfach zurückschicken kann, kostenfrei. Und ich dachte, ich probiere das mal aus und gucke, ob es jetzt Vor- oder Nachteile hat im Vergleich zu anderen Online-Shops. Ich habe mir ein paar Sachen bestellt und ich dachte mir, wir packen die mal zusammen aus und probieren die dann mal an. Okay, das ist absolut unspektakulär. Leider ist die Verpackung kaputt gegangen. Ja, das war gar nicht das, was ich öffnen wollte, liebe Leute. Aber ich habe mir auch meine Lieblingszahnpasta bestellt, wenn wir jetzt hier dabei sind. Und zwar ist das Ananas-Kokos, liebe Leute. Das ist Piña Colada Zahnpasta. Ich habe das, glaube ich, schon mal in irgendeinem Video erwähnt. Das ist meine absolute Lieblingszahnpasta. Gehört hier jetzt eigentlich gar nicht in das Video rein, aber gut. Ich habe 4 Bikinis und 2 Sonnenbrillen, liebe Leute. Und wir fangen direkt mit dem allerersten Bikini an. Herzlich willkommen zurück im ersten Bikini, liebe Leute. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich finde, die Farbe passt super, super gut zu dem Oberteil. Ich finde, das sitzt richtig gut, es sitzt fest, man kann alles verstellen. Ich finde auch die Art und Weise, wie man das verstellt, hier, das seht ihr hier so ein bisschen, finde ich auch mega, mega gelungen. Wenn ihr das irgendwie enger haben wollt oder weniger eng oder so, dann könnt ihr das hier tatsächlich variieren. Und ich finde es echt schön, muss ich sagen. Also schöner als ein normaler Verschluss. Ihr merkt, ich fühle mich wohl in dem Bikini und ich bin sehr gespannt auf die anderen, die wir jetzt noch zusammen anprobieren. Aber erstmal die Sonnenbrille. Ist auf jeden Fall nochmal mehrfach verpackt und ich bin sehr gespannt. Ich finde sie auch echt cool, gerade zu dem Bikini. Achso, ich stehe übrigens gerade so, weil ich hier noch einen Spiegel habe und die Sonnenbrille mir genauer ansehe. Oh, ich finde sie echt cool. Ich glaube auch, wenn man irgendwie einen Zopf hat oder so. Boah, ich finde die Sonnenbrille richtig cool. Ich habe jetzt ein Resümee. Ich finde die Sonnenbrille nicht zu groß. Ich finde sie cool. Ich mag das hier an der Seite. Ich finde, sie passt zum Bikini. Ich finde die Farbe cool. Und auch gerade jetzt auch nochmal mit geschlossenen Haaren. Doch, ich mag's. Vor allem sitzt die auch mal fest. Ich finde es ja ganz schrecklich, wenn Sonnenbrillen einfach so krass wackeln und ich das Gefühl habe, sie halten nicht. Diese hält. Ich muss dazu sagen, ich habe einen sehr kleinen Kopf, liebe Leute. Ich habe das Gefühl, fast alle Sonnenbrillen rutschen einfach total. Und die hält einfach. Wir werden jetzt den nächsten Bikini anprobieren. Ich muss sagen, ich bin bisher echt positiv überrascht. Ich finde, der sitzt richtig, richtig gut, genauso wie der andere. Ich habe das Gefühl, es verrutscht nicht. Ich feiere die Farben total. Und auch die Muster, ihr müsst mir jetzt sagen, findet ihr den ersten oder den zweiten besser? Ich finde, man hat auf jeden Fall auch eine schöne Brustform in dem Oberteil. Ich muss sagen, ich finde den tatsächlich sehr, sehr cool. Also... doch, ich mag das Höschen. Ich mag das Oberteil. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Alles in allem muss ich sagen, ich mag die Farbe, ich mag den Sitz, ich mag das Muster. Doch, ist auf jeden Fall ein cooler Bikini. Mich haben auf jeden Fall bisher beide Bikinis positiv überrascht, Leute. Liebe Leute, ich habe sogar einen Badeanzug bestellt. Und ich bin positiv überrascht. Ich muss sagen, der riecht irgendwie komisch. Fragt mich nicht, wieso der komisch riecht. Der riecht auf jeden Fall anders als die anderen Bikinis. Ich finde das Muster richtig schön. Ich habe mich irgendwie in das Muster verliebt. Ich finde, der sitzt auch für einen Badeanzug richtig, richtig gut. Ich bin sonst wirklich sehr, sehr skeptisch in Badeanzügen, aber ich finde, der sitzt richtig gut. Ich finde, boah, ich kann das nicht mal in Worte fassen. Ich bin gerade selber ein bisschen schockiert, wie gut die sitzen. Keine Ahnung, ob ich jetzt so krass viel Glück hatte. Immer wenn ich irgendwie Bikinis anprobiere oder so, die sitzen alle nicht richtig. Die sind zu groß, die sind zu klein. Jetzt habe ich 3 Sachen hintereinander anprobiert und alle 3 sitzen gut. Ich bin irgendwie gerade so ein bisschen baff. Das hier ist auf jeden Fall das gute Stück. Ich bin ehrlich mit euch, ich bin eigentlich gar nicht so der Badeanzug-Fan. Aber ich finde, der sitzt so gut. Und jetzt ist halt die Frage, weil das Ding ist, die anderen Badeanzüge, die sind jetzt auch nicht so geeignet zum Braun werden. Wenn es jetzt wirklich nur ums Schwimmen geht und überhaupt nicht ums Bräunen, dann kann ich auch gleich den Badeanzug tragen. Der wird halt definitiv nicht verrutschen, das ist ein Einteiler. Ihr müsst halt echt sagen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich war mir sicher, der Badeanzug, den werde ich wahrscheinlich zurückschicken, aber... ich weiß es gerade nicht. Ich finde den irgendwie echt cool. Ja, Leute, Amazon hat mich überrascht. Ich habe mich wiederum auch selbst überrascht, dass ich jetzt plötzlich Badeanzüge mag. Aber das hier zum Beispiel, das gefällt mir irgendwie auch ziemlich gut. Ich bin irgendwie schon ein bisschen verliebt in diesen Badeanzug. Bin ich ehrlich, ich finde den irgendwie cool. Aber der riecht irgendwie komisch. Ja, ich weiß, den könnte man jetzt auch waschen. Schwierig, schwierig. Weil irgendwie finde ich den cool. Das ist echt schwierig. Was mache ich denn jetzt? Wisst ihr, was mich maßlos überfordert gerade? Mich überfordert, dass gerade der Badeanzug gefühlt am allerbesten sitzt. Also ich habe auch das Gefühl, dass dadurch auch meine Körperform ganz gut betont wird. Ja, sogar vielleicht noch ein bisschen besser als im Bikini.
I don't know. Was ich aber weiß, ist, dass ich den jetzt ausziehen werde, weil der riecht irgendwie komisch. Der riecht nach Mayonnaise, Leute. Der riecht nach Mayonnaise. Welcome back, liebe Leute. Ich habe einen neuen Badeanzug an und eine neue Sonnenbrille. Ich finde die tatsächlich auch richtig cool. Die ist halt ein bisschen kleiner als die andere. Aber ich muss sagen, bei der habe ich auf jeden Fall auch das Gefühl, dass die gut sitzt. Die andere, die hat ein bisschen mehr gedrückt, aber ich hatte auf jeden Fall ein so krass gutes Sicherheitsgefühl, dass sie mir nicht runterfällt. Bei der habe ich es auch, aber ich habe das Gefühl, sie hält, aber sie drückt nicht so sehr. Ich finde aber, muss ich echt sagen, beide einfach super schön. Die Sonnenbrille ist von Cardiffia, falls ich das richtig ausgesprochen habe. Ich finde sie richtig, richtig schön. Sie wurde mir tatsächlich vorgeschlagen, als ich nach Bikinis geguckt habe. Und ich muss sagen, I like. Ich kann euch nicht mal sagen, ob ich jetzt die oder die andere besser finde. Die andere, die war relativ eng, was ich positiv empfand, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass sie runterrutscht. Bei der habe ich das Gefühl, sie hält richtig, richtig gut, aber sie drückt nicht so krass. Sie ist nicht ganz so eng. Ich muss mal überlegen, welche ich cooler finde. Welche findet ihr cooler? Egal. Kommen wir zum Badeanzug, liebe Leute. Ich finde, der Badeanzug sieht tatsächlich sehr cool aus. Vor allem das, was ich hier jetzt veranstaltet habe. Ich zeige euch das mal kurz. Ist jetzt nicht so spektakulär. Man kann den Badeanzug auf super viele verschiedene Arten und Weisen tragen. Einfach, weil man natürlich mit den Schnüren super viel variieren kann. Und am Rücken und hier an der Hüfte oder halt auch hier im Brustbereich. Er ist auf jeden Fall abwechslungsreich. Ich bin ehrlich mit euch. Ich finde, das ist so ein typischer Shooting-Bikini. Den würde ich mir echt nur kaufen, wenn ich weiß, okay, wir machen schöne Fotos da drin und das war's. Ich finde ihn super, super schön anzusehen. Ich mag ihn, aber er hält nicht so gut. Er hat viel zu viele Schnüre. Ich finde ihn super, super unpraktisch, wenn man jetzt wirklich mal zum Strand will oder so. Aus zwei Gründen. Stellt euch mal vor, ihr bräunt euch und dann habt ihr hier überall Streifen. Oder auch hier so am Rücken. Finde ich ein bisschen kontraproduktiv. Auch aus der Perspektive, wenn ihr mal irgendwie den Badeanzug ausziehen möchtet für eine Sekunde, weil ihr irgendwie auf Toilette wollt oder so, ist es super unpraktisch. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde nichts davon, was ich jetzt bestellt habe, war ein Fehlkauf. Habe ich Favoriten? Ja. Der Badeanzug gehört nicht dazu, weil ich ihn tatsächlich einfach nicht praktisch genug finde. Ich finde ihn aber sehr, sehr schön. Der Badeanzug ist auf jeden Fall ein Favorit. Und dieser gelbe Bikini mit der Musterhose ist mein zweiter Favorit. Ich finde auch die erste Sonnenbrille einen Tick cooler als die zweite, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist einfach nur Geschmackssache. Jetzt ging es ja also um Bikinis und um Sonnenbrillen, aber auch generell um Amazon Fashion. Was halte ich denn jetzt davon? Was sind meine Erfahrungen? Gibt es Vor- oder auch Nachteile im Vergleich mit anderen Online-Shops oder mit normalen Shoppen? Ich fange hier tatsächlich zuallererst mit dem größten Nachteil an, der mir aufgefallen ist. Man kann nicht jedes einzelne Kleidungsstück bestellen und anprobieren oder auch in jeder Farbe oder Größe. Ich finde, das schränkt einen ein bisschen ein. Ich muss aber auch ehrlich sagen, das ist mein einziger Nachteil. Ich finde es super cool, dass es die Möglichkeit gibt, sich etwas zu bestellen, es erst anzuprobieren und dann zu sagen, okay, ich schicke die Teile, die ich nicht cool finde, zurück und bezahle dann einfach den Rest, den ich gerne behalten möchte. Finde ich auf jeden Fall schon mal super cool. Ich bin generell so ein Typ Mensch, ich mag es nicht, wenn ich etwas im Voraus bezahle, dann unzufrieden bin und dann meinem eigenen Geld hinterherrennen muss, weil ich es gerne zurückhaben möchte. Ist nicht so mein Fall. Auch, dass es mit dem Zurückschicken so super unkompliziert ist, finde ich mega, mega cool. Aber das hat auch einfach so ein Amazon-Ding. Kommen wir zur Lieferung. Die Lieferung verlief ebenfalls reibungslos, super schnell und unkompliziert. Ist man ja generell so von Amazon gewohnt. Kommen wir zu den Produkten. Die Produkte an sich sind super, super cool. Ich mag die Qualität der Produkte. Und ich bin richtig überrascht, dass ich nicht ein einziges Fail-Produkt dabei hatte. Okay, das eine Teil, das hat jetzt ein bisschen komisch gerochen, aber ansonsten hat da wirklich alles gestimmt. Die Produktauswahl könnte, finde ich, ein bisschen größer sein. Jetzt bin ich ja natürlich super verwöhnt und vergleiche gerade Amazon Fashion mit Amazon im Allgemeinen. Amazon im Allgemeinen hat natürlich ein gigantisch großes Sortiment. Amazon Fashion hat auch schon einige coole, schöne Teile. Verglichen mit normalen Online-Shops haben die auch schon eine sehr große Auswahl. Wenn man das jetzt mit Amazon selbst vergleicht, okay, gut. Klar kann Amazon Fashion nicht mithalten mit dem riesengroßen Angebot von Amazon selbst. Mit anderen Online-Shops, die Kleidung anbieten, wiederum kann Amazon Fashion mithalten. Wenn ich jetzt nicht ein ganz bestimmtes Teil haben wollen würde von anderen Online-Shops, würde ich, glaube ich, eher zu Amazon tendieren, ehrlich gesagt. Es kann sein, dass ich jetzt aus Gewohnheit spreche, dass ich Amazon einfach unfassbar unkompliziert finde und ich deswegen dazu neige. Aber auch die Produkte selbst haben mich jetzt überzeugt. Ich würde auch immer wieder bei anderen Online-Shops bestellen. Aber ich muss sagen, ich fand Amazon ziemlich unkompliziert. Habt ihr euch schon mal was bei Amazon Fashion bestellt? Falls ja, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wart ihr zufrieden? Wie waren eure Produkte? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare oder auch als private Nachricht. Dankeschön, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Dass wieder irgendwas anderes ist. Es könnte sein, liebe Leute, es könnte sein. Ah, ja, liebe Leute, das ist etwas für ein anderes Video. Ich habe mir nämlich Selbstbräunungstücher bestellt, weil ich die ebenfalls mit euch testen wollte. Aber das machen wir in einem anderen Video.